Hallo, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich bin wieder draußen, hier an der Mauer. Euch findet, also das Wetter ist, also erstmal über das Wetter, das ist richtig stickig, das Wetter, richtig warm. Ich habe da mal geguckt, gerade auf dem Thermometer vom Handy, das sind so um die 30 Grad, obwohl jetzt keine Sonne ist, hier keine, also obwohl jetzt keine Sonne ist. Vorhin hat es noch mal kurz geregnet, aber kannst vergessen. Keine Abkühlung. Das war nur ein kurzer Sommerregen, wirklich ganz kurz. Also der Regen hat echt nichts gebracht. Und Leute, haltet euch bloß im Schatten auf. Du kippst sonst um. Du hältst es nicht aus, ey, in der Sonne. Ich war vorhin nach meinen Eltern und da war ich so durchgeschwitzt. Okay, also heute geht's um Ghost Ship. Ich habe den vor 2 Tagen gesehen und es geht in dem Film darum, ein Schiff, also ein, ich sag mal, ein Boot mit Leuten drauf, so mit Forschern, findet im Ozean ein großes Schiff. Das ist verschollen gewesen, das ist vermisst gewesen. Die findet dann ein großes Schiff und da denken die sich, oh, da gucken wir erstmal gleich rauf. Was da zu finden gibt, was das überhaupt für ein Schiff ist. Und denn der Chef, also der Anführer, also der Kapitän, sag ich mal, von der ganzen Crew, findet raus, dass es das Schiff ist, was vermisst wird seit Jahren. Aus den 60ern, glaube ich, war das. Da wurde seit den 60ern vermisst. Und das finden sie wieder. Ja, und dann sind, oh, ich schwitze total. So stickig, das ist so stickiges Wetter. Also, dann gehen sie auf dem Schiff und untersuchen das Schiff. Und dann wird es immer mysteriöser, immer düsterer wird der Film. Und dann sieht auf einmal die eine Frau, ah nee, was ich jetzt vergessen habe, die Anfangsszene von Ghost Ship ist so geil. Man sieht gleich, um was es, also man sieht gleich ein absolutes Gemetzel. Da ist nämlich so eine Schnur. So eine Metallschnur oder was das sein soll. Und da tanzen Leute auf dem Schiff. Also man sieht das Schiff Anfang, wie es am Anfang war. Und dann geht die Metallschnur durch die Leute durch. Und alle sind abgetrennt. Die Körperteile, die Oberteile, Köpfe, alle abgetrennt. Total blutig der Anfang. Okay, kommen wir nochmal zurück zur Story. Die gehen dann auf dem Schiff und untersuchen das. Und da sieht die eine Frau und auf einmal ein Mädchen, was auf dem Schiff war. So, und dann wird alles mysteriöser und die ganze, also die Story ist auf jeden Fall geil. Die Atmosphäre ist gut in dem Film. Die ganze Kulisse finde ich gut. Also ich finde, das ist ein richtiger Geheimtipp. Und dann finden die dann Gold auf dem Schiff. Gold. Und das Gold, also das sind so eine, zwei so eine riesen Kisten voller Gold finden die. Und das wollen die dann behalten. Dann wollen die damit auf dem Schiff nehmen, auf ihr Boot nehmen und dann geht's los. Dann nimmt die Story eine Wendung. Dann explodiert das ganze Schiff, das ganze Boot von denen. Ja, und dann müssen die dann auf das Schiff rauf, weil auf dem Schiff, wie soll ich sagen, der Film heißt ja Ghost Ship, also sind auf dem Schiff Geister. Und die Geister, die tun in ihr, treiben ihr Unwesen auf dem Schiff. Bringen denn die ganzen Leute um, die ganzen Leute bringen denn da um, also die ganzen Forscher. Ich will nicht spoilern. Ja, mir hat der Film sehr gut gefallen, aber das Mediabook für 80 Euro oder 70 Euro, das wird so angeboten auf eBay, das werde ich mir nicht holen. Diese Preise zahle ich nicht, weiß nicht, da habe ich keine Lust zu. Der Film ist, glaube ich, wert, im Mediabook zu kaufen, dass er rausgekommen ist von Nameless im Mediabook. Aber ich glaube, von Nameless ist, glaube ich, auch ein Repack also von der Emery. Da wurde, glaube ich, kein neuer Master vorgenommen. Ich glaube, da ist kein neuer Master im Mediabook. Glaube ich nicht dran, dass die normale von Warner Brothers. Genau, das wollte ich auch sagen. Von Warner Brothers. Dieses Mediabook, dieser Film ist nämlich von Warner Brothers. Und ich denke mir, hoffentlich, bitte, Nameless, setzt euch mit Texas Chainsaw Massacre, The Beginning, in Arbeit. Setzt euch da bitte ran, dass da ein öffentliches Mediabook erscheint, was
offizielles, meine ich, was ein offizielles Mediabook ist. Weil da gibt es nämlich nur Bootlegs. Schon jahrelang, der Film ist von 2006, glaube ich, der Film. The Beginning, Texas Chainsaw Massacre. Und da soll endlich ein Mediabook rauskommen, ein offizielles Mediabook. Mit der Unrated-Fassung, bitte nehmt es, setzt euch daran, weil Ghost Ship ist nämlich auch von Warner und Texas Chainsaw Massacre, The Beginning, ist nämlich auch von Warner. Und da will ich endlich mal ein offizielles VÖ haben. Also, zu Ghost Ship hat mich super unterhalten, hat Spaß gemacht, geht auch nur 1,5 Stunden, also 90 Minuten, hat eine gute Länge, war super der Film. Ich finde, der Film hat auch ein gutes, das Ende war gut, die Story war gut, die Atmosphäre war gut, der Gewaltgrad war auch gut, man hat auch Blut gesehen in dem Film, Horror war auch drin in dem Film. Wenn ich das Mediabook zu einem günstigen Preis finde, irgendwie, was ich hier, 40 Euro oder 45 Euro, dann werde ich das kaufen. Aber für 70, 80 Euro, das sind die ganzen Scalper. Das sind die auf eBay, auf Amazon, die verkaufen die Mediabooks da für 90 Euro. Ich habe Cover A gesehen, 90 Euro. Leute, das sind die Scalper. Da habe ich echt keinen Bock drauf, so viel Kohle zu bezahlen, obwohl ich das mal gezahlt habe. Aber das ist schon wieder jahrelang her. Da habe ich so eine Preise mal gezahlt, aber jetzt nicht mehr so. Okay, jetzt kommt die Sonne raus. Also das ist hier übrigens auch der Park. Jetzt drehe ich mich mal um. Das hier ist nämlich so ein Park. Dann ist die Hauptstraße. Und hier geht dann die Mauer so rum. Kann ich mich auch nochmal drehen. Jo, okay. Denn ich wünsche euch einen schönen Sonntag noch und morgen einen guten Wochenstart. Oh, der Schweiß, der kommt mir direkt in die Augen, weil es so stickig ist. Okay, denn hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.